All in die Pokervilla, der letzte Tag hier. Danach geht's ins Hotel und ins Casino. Heute steht noch auf dem Programm, dass jetzt die Coaches oben Study mit den Teilnehmern machen, und zwar für HRC. Im Anschluss gibt es ein Barbecue, dann wird schon gegrillt und eine kleine DJ-Session von mir. Ja, und dann springt der ein oder andere in den Grind. Der ein oder andere wird ein bisschen den Tag nutzen, um einfach nochmal zu entspannen. Sauna, Schwimmbad, Billard spielen, Kicker spielen, was auch immer die Leute heute machen. Eine schöne Zeit, eine intensive Zeit, hat uns alle sehr gefestigt, und morgen, wie gesagt, geht es dann ins Casino, und das seht ihr natürlich auch in den Vlogs. Aber jetzt erstmal viel Spaß am letzten Tag hier in der Pokervilla. Das, was auch in dieser Meditation gesagt wurde, einfach das Ding weglachen und weiter ging's. Samu, was geht ab jetzt? Ja, wir sind gerade alle zum dritten oder vierten Mal hier zum Paddeln, und ja, wir müssen jetzt schauen, dass das Licht gleich angeht da draußen. Aber ich freue mich drauf. Wir müssen zusehen, dass wir in den Krieg ziehen und die Wunden erweitern. Die Krieger sind zurück. Letzter Abend hier, gönnt ihr mal ein Bierchen. In der Woche mindestens noch schon ein paar Satz dafür. Hier wird gleich DJ-Session sein, ein bisschen Poolbillard, Kicker. Dann ist der Grillen. Die Reichweite ich habe. Und das nicht als Mensch im Vordergrund. Ja, sicher. Und das hat mich halt so übelst ja auch bestätigt, dass es noch Menschen gibt, die sich nur für das Menschliche und Charakterliche interessieren. So. Ja. Wie wir gerne sagen, wir können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Es ist echt so, es ist Segen und Fluch zugleich. Britt, wie war für dich die Pokervilla? Jetzt ist ja schon fast das Ganze vorbei. Wir haben noch morgen den Casino-Tag, aber jetzt ist der letzte Abend. Wie ist für dich so das Feedback oder die Kritik, die positive oder negative? Ich habe halt vorhin schon gedacht, ich bin schon seit einer Woche hier, fühlt sich überhaupt nicht so an. Also ich würde gerne noch länger bleiben. Pokervilla war für mich sehr inspirierend, sehr auch um rauszufinden, ob ich denn einfach jeden Abend Bock habe, 6 Stunden Poker zu spielen. Tatsächlich ist es der Fall, dass ich das habe. Muss ich jetzt mal gucken, was ich daraus mache. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen in meinem Leben, die Zeit rauben. Aber ich würde es immer wieder machen, raus aus der Komfortzone, Leute kennenlernen, die eine Leidenschaft für das Gleiche haben. Kann ich jedem nur in jedem Lebensbereich empfehlen, wenn es nicht Pokern ist, wenn es was anderes ist. Macht das, geht raus, hängt mit den Leuten rum, die das Gleiche gut finden wie ihr, und daraus entstehen ganz viele tolle Sachen. Danke, Samuel. Wie war für dich die Pokervilla? Sehr schön. Ich muss sagen, besser als ich gedacht habe. Also man malt sich das Ganze ja immer ein bisschen schon im Kopf aus, und im Endeffekt war es
bin ich sehr positiv überrascht, auch vom Engagement und von der Lernbereitschaft der ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also ja, ich hatte sehr viel Spaß und habe selber auch einiges gelernt. Und ja, ich hoffe, dass irgendwie sowas in der Zukunft wieder entsteht oder dass sich die Leute irgendwie wieder mal zusammentun und es irgendwo ein Event oder ja, wieder so ein Haus gibt, wo man sich trifft und wieder gemeinsam Zeit verbringt. Also bin sehr happy dabei gewesen zu sein. Danke an Sie für die Einladung. Und ja, jetzt verbringen wir noch ein, zwei schöne Tage gemeinsam. Ja, meine Erwartungen wurden alle übertroffen. Ich finde es mega, dass ich dabei sein konnte. Also vielen Dank an Sie, dass meine Bewerbung angenommen wurde. Und ich konnte mich wirklich konzentrieren. Also ich bin einfach hier bei diesem Projekt dabei. Ich konzentriere mich aufs Pokern, ich konzentriere mich auf Study. Und das habe ich gemerkt, dass das so viel Effekt hat, diese ganzen Ablenkungen, die man sonst hat, im Alltag nicht zu haben. Und war mir vor dem Villa-Projekt auch nicht sicher, wie es weitergeht mit Pokern. Und bin mir jetzt relativ sicher, dass ich da einfach weitermache. Und dass ein paar Sachen, die vielleicht nicht laufen, einfach ein bisschen Geduld erfordern, Varianz. Und ich habe auch noch ein paar Leaks identifizieren können, an denen ich jetzt arbeite und auch schon merke, dass das besser klappt. Also es wird weitergehen. Wichtig und richtig. Game on! Time, Champion! Ach, das war's, Mann! Ach, okay. Du kannst von da. Solltest du zuerst die falsche Kugel berühren, spielen wir die Freizeitspielerregelung mit Mandat zum Freien. Zwei haben wir jetzt da rein. Ja, das brauchst du nicht ansagen. Erst bei der schwarzen. Ich weiß. Ich wollte nur sagen, ich hab mir dann als Glückstreffer aufgestellt. Ja, du gewinnst das Ding eh nicht, also von daher alles gut. Komm mal, Samu, mach mal Stimmung hier. Samu, heiz ein, Kunz. Oh, jetzt kommt's. Avicii! Alter, das ist ja insane. So, Pascal. Jetzt ist die Pokerwelle zu Ende. Wie war es für dich? Lehrreich. In vielen Hinsichten tatsächlich. Fortschritte sind definitiv gemacht worden, wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Sportlich wieder angeschlossen. Ich meine, super Projekt. Bisschen kurz, tatsächlich. Ja. Das sind so ein paar Tage länger, wenn echt nice. Und was sagst du so, das Wichtigste, was du mitnimmst hier? Ich denke einfach, die quasi Community, die Gruppe, die ich denke, wir werden es in Zukunft auch weiter austauschen hier. Und ich denke, das sind die Connections, die halt am wichtigsten sind hier auch. Ja, total. Ja, morgen geht's ins Casino. Wie sieht's aus? Hast du... Erste Profession is coming. Ja. Guten Morgen. Leider, wie ihr seht, ist schon langsam alles abgebaut. Das ist hier wirklich der letzte Tag. Wir fahren jetzt gleich ins Casino-Hotel und dann gehen wir nochmal nach Bratislava in die Innenstadt. Bisschen Sightseeing machen, Mittagessen gehen und dann springen wir abends ins Turnier. Das All-in-Poker-Villa-Turnier. Hoffen wir, dass es einer von uns auch schippt hier. Oder alle am Final Table sitzen, wäre auch ganz schön. Zumindest ein paar von uns, alle geht ja nicht. Thomas, das war's. Pokerwelle ist vorbei. Leider, ja. Wie war so deine Zeit hier? Ja, die Zeit war unglaublich cool. Die ganze Crew, die ganze Gruppe, einfach Hammer. Auch mit den Coaches, wir hatten viel Spaß. Wir hatten viele Inputs in Bezug auf unser Spiel und ich denke, dass wir da sehr, sehr viel mitnehmen können. Jetzt liegt es halt an uns Teilnehmern, das auch irgendwie umzusetzen für die Zukunft und ja, weiter daran zu arbeiten, dass das irgendwann dann wirklich Step by Step weiter nach oben geht. Und, aber ich sag mal, die Grundlage ist auf jeden Fall mal da. Sehr schön. Und wie sieht es heute aus mit dem Turnier? Hast du beim Live-Turnier? Ja, mega Bock. Wie sieht's aus? Schippst du das Ding oder was ist da? Der Plan wäre da. Ja. Mal schauen, ob der Kartengott auch mitspielt. Aber ja.
Bisschen auf jeden Fall motiviert. Auch jetzt haben wir eine Woche quasi online gegrindet. Jetzt einmal live, ist natürlich trotzdem cool. Und ja, freue mich auf jeden Fall mega drauf. Guten Morgen, Dustin. Guten Morgen. Der letzte Tag. Wie sieht's aus? Wie war's für dich? War sehr schön. Sehr traurig, dass es schon vorbei ist, aber ich freue mich jetzt noch auf den letzten Tag gemeinsam mit den Jungs und Mädels im Casino, dass wir das Turnier spielen, hoffentlich viele Leute von uns am Final Table sind und dann abends mal richtig die Sau rauslassen. Nochmal richtig schön feiern und dann müssen wir uns morgen leider verabschieden. Ja, wie sieht's aus? Was machst du denn heute? Also spielst Poker? Hast du noch einen anderen Plan irgendwie? Willst du die Bar unsicher machen? Oder? Nach dem Turnier auf jeden Fall die Bar unsicher machen. Wir hatten vielleicht auch mit Tom besprochen, dass wir so einen kleinen All-in-die-Poker-Villa-Cash-Game-Tisch machen. Das könnte man ja vielleicht absprechen. So, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass man da nochmal so ein bisschen chillig mit den Leuten spielt. Dann tut es auch nicht ganz so weh, wenn man mal einen Pott verliert. Ja. Aber dann abends auf jeden Fall in der Bar Gas geben und den Abend schön ausklingen lassen. Wir sind ready! So, Erik. Ja. Das Projekt ist zu Ende. Das Projekt ist fast ja, ja, leider. Wie war's für dich? Ja, super. Ey, ich fand's mega krass. Hat meine Erwartungen übertroffen, würde ich sagen. Die Leute waren cool, die Zeit war mega cool. Man hat auch was Pokertechnisches und so mitgenommen. Und ja, ich würde es immer wieder machen. War alles super. Poker Villa 2 wärst du dabei, oder was? Poker Villa 2 wär ich dabei. Also ich direkt ein. Ja, geil. Ja, freut mich. Ja, dann geht's jetzt ins Casino. Spielst du heute auch Cashgame oder bleibst du da? Mal gucken, wie schnell es vorbei ist. Ist ja Freeze-Out. Ja. Ja, wenn ich direkt baste, dann geht's vielleicht ins Cashgame. Ansonsten geht's an die Bar, würde ich sagen. Ja, perfekt. Mal gucken, wie es heute noch wird, Abend. Alles klar. Ja, dann danke, dass du da bist. Danke für die Einladung, für die Organisation. It's all in our hands, this life of time. That's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be, where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. Was ist los? Ja, warten, bis der Rest da ist. Wo geht's jetzt hin? Einmal gut essen, irgendwo im Zentrum Bratislavas. Und dann ein bisschen Altstadt anschauen, ein bisschen rumgehen. Und dann, ja, schon Vorfreude aufs Turnier warten. Hier sind jetzt die Pokervilla-Bewohner einquartiert und zwar für den letzten Abend im Casino oder Card Casino Bratislava. Dort findet dann unser eigenes Pokerturnier statt. Wir spielen alle mit. Es gibt sogar ein Feature-Table, wo wir zu sehen sind auf einem Stream von Pokertrip, die das Ganze ja auch supportet haben. Also Grüße gehen raus an Stefan. Vielen Dank für deinen massiven Support. Checkt unbedingt seine Reisen ab. Poker-trip.de. Schöne Pokerreisen könnt ihr da
auf jeden Fall finden. Und ein paar bleiben auch noch ein bisschen länger. Die werden die Bounty-Hunter Days komplett genießen. Einige reisen aber auch morgen ab. Auch ich werde wieder zurückfahren und werde das heute Abend auf jeden Fall noch mal richtig genießen.